Moin zusammen, wir hüpfen zu zweit nach Edgefield. Ich hoffe, sie fliegt diesmal nicht raus, weil hier in Edgefield haben wir das heilige Klo, das wir nachher wieder befragen können. Und wir sind mit null Beweisen unterwegs, diesmal aber mit Absicht. Wir dachten, okay, weißt du was? Wir lassen es mal auf null Beweise. Im schlimmsten Fall haben wir den Geist falsch. Und im allerschlimmsten Fall stirbt einer von uns. Und im allerallerschlimmsten Fall kriegt einer von uns einen Disconnect, was meistens sie ist bei der Map hier, warum auch immer. Oh nein, Geisterfoto. Ich meine, wenn wir die Geister testen, müssen wir das eh machen, für ein Phantom zu testen. Müssen wir nicht. Man kann ein Phantom auch durch andere Arten herausfinden, aber ist eine der Möglichkeiten. So, Salz haben wir noch, Contracts, okay. Breakers in der Garage. Wir hätten gar nicht so viele Beweis-Items eigentlich mitnehmen müssen. Also, rein da. So, jetzt sind wir tatsächlich mit null Beweisen unterwegs. Gewollt. Das war jetzt vorhin wirklich versehen von mir gewesen, weil ich das noch gestern so eingestellt hatte und die Einstellung nicht geändert hatte. Aber wie ihr seht, jetzt mit diesen Laternchen hier kann man das auch schön machen. Vor allen Dingen den Onryo-Test. Man kann ihn auch schon mit dem T3-Feuerzeug ziemlich gut machen. Ist aber was gefährlich. Weil ihr mit dem Feuerzeug im Geisterraum über dem Kruzi hocken müsst. Geht auch. Ist aber was risky. Glaube, ich habe oben was gehört. Ich glaube, oben hat irgendwo was geklopft. Ich bin aber nicht sicher. Oder was, es ist was hingefallen. Irgendwas habe ich von oben gehört. Kann das nicht gewesen sein, dass hier was in die Spitzen hofft? Das weiß ich nicht. Klang nur so, als ob was Also von ich glaube oben eher, dass kam. ich das war. Ich habe nämlich jetzt hier, warum sind wir doch auf dem Boden geschmissen? Ich war aber auf der Erdgeschossetage, also keine Ahnung. Ja, ich auch. Ja, ist ja. Ist ja Ja, egal. Ich aber habe jetzt jedenfalls. als ich in der ersten Etage war, klang das so, als ob es von der zweiten kam. Und wenn du es auf der ersten Etage geworfen hast, kann es für mich ja nicht so geklungen haben, als wäre es die zweite gewesen. Das Ja, meine stimmt, ich. Herr Jute. Aber vielleicht hat er auch, hat er was geschmissen oben. Ja, kann ja sein. Ja, weil ich war zu Muss dem mir jetzt Zeitpunkt noch abessen nicht oben. im Keller. Oh, Knochen im Wohnzimmer. Echt? Wo ist die Kamera? Ich finde keine Kamera. Stopp. Ich leg die hier auf die Schuhbox. Ich hab schon, ich hab schon. Hast du den kleinen Knochen sehen können? Der war ja so klein wie ein Zahnstocher. Ja, ich bin im Wohnzimmer und hab extra meine fette Brille angezogen. So, heiliges Klo. Wo ist der Geist? Komm, wir befragen das heilige Klo wieder, wo der Geist ist. Sag uns, wo der Geist ist. Sag uns, wo der Geist ist. Where is the ghost? Heiliges Klo, teile uns dein Wissen mit. Heiliges Klo. Heiliges Klo, wo ist der Geist? Nee, das heilige Klo ist, Where glaube ich, is the sauer. ghost? Was ist denn los mit dem? Heiliges Klo. Da, da, da! Das heilige Klo hat uns wieder geholfen. Ich habe was gehört. Tassi. Ne, jetzt, ne? Es klang ziemlich weit weg. Guck du mal, ob hier nach den Tassis. Der hat eine Tasse auf jeden Fall geworfen, so klang das. Hier, der letzte Raum. Hier ist auch. Das ist das, was ich gehört habe. Der hat Schuhe geworfen. Where are you? Right here. Ach, guck, Schuhschmeißer. Ah. Das heilige Klo hat uns wieder mal den Weg gezeigt. Hast du bei frischer Tat ertappt, wa? Außerdem ist hier wieder der Gefrierraum-Dings. Aber das hier sagt, hat nichts bedeutet. Ja, das heißt eben nur, dass es der Geisterraum ist. Oh shit. Verstecke sieht sehr schlecht aus. Mit Verstecken sieht es hier leider sehr schlecht aus. Oh, das war der Breaker. Im Strom sieht es auch schlecht aus. Oh, und bei mir fährt gerade ein Krankenwagen vorbei. Dietmar's. Lauf ich richtig? Ich mach den Breaker kurz wieder an. Ja, deshalb sollst du ja die Nachtsicht anziehen für solche Notfälle. Ich hab zum Glück immer eine Taschenlampe auf der Hand. So, ich hab immer Light an. Da kriegt man Augenkrebs von dem Ding. Aber so jetzt für solche Situationen wie diese hier, perfekt. Okay, wir brauchen da oben einiges. Wir brauchen eine Videokamera, wir brauchen Salz, wir brauchen eine Fotokamera, wir müssen noch einen kleinen Pfad aufbauen für den Phantom-Test.
Spiritboxen brauchen wir nicht. Ich nehme schon mal EMF und Kruzi mit. So, die packen wir nämlich hierher. So, dann machen wir schon mal die Verstecke parat. Versteck Nummer 1. Die Glowsticks können wir jetzt eh nur für die Verstecke benutzen. So, einmal hier. Und dann machen wir einmal das andere fertig. Bauen schon mal einen Teil vom Ghost Highway mit auf. Einmal das und einmal das. Das Thermo kann sie gleich schon mal da reinwerfen. Ich schmeiß das mal da vorne hin. Das ist blöd, wenn man so weit um die Ecke immer laufen muss hier, ne? Ja, es ist eben der letzte Raum, ne? Tu mal das Thermometer da rein. Einfach so zum Spaß, das T1-Thermo. So. So, den machen wir hier als kleinen Marker hin. Ja, wir müssen diese Verstecke hier nutzen. Das habe ich extra in den Taschenlampenschein geworfen. So, was haben wir hier noch? Wir haben eine Kamera, wir haben die Soundsensoren, wir nehmen einen Kruzi. Die hier, damit markieren wir uns den Ghost Highway, damit wir ihn Geist sehen können. Das hier benutzen wir, falls es ein Yorei ist. Packen wir hier in die Mitte. Wir brauchen noch eine zweite Kamera für die Türen, damit wir die Türen sehen. Wir brauchen noch Salz. Es scheint sich aber auszutoben, der Geist. Ja, aber noch hat er kein Event geworfen. Oh nein, bitte nicht. Okay, er hat sofort wieder ausgemacht. Er hat wahrscheinlich auf meine Bitte gehört. Oh, instant hier reingelatscht. Fotos machen wir dann später. Dann muss ich mir nachher noch eine Kamera und das Amp schnappen. Wir müssen noch die Laternen da rein tun. Du kannst auch eine von den Laternen da auch schon mal reinbringen. Ich sehe nichts. Die Kamera muss auf jeden Fall noch rein. Die Laterne muss noch mit rein. Was haben wir hier noch? Spiritbox brauchen wir nicht. Ich bin blind, ey. Ich habe sie schon gefunden. Also, Parabol muss auch hoch. Boah. Der Tripod, der zieht einen auch so komisch rüber, aber bei der Kamera ist man nicht dazu gezwungen zu kriechen, wie beim Smart Stick. Deshalb ist es nicht so schlimm. Man kann einfach gerade gehen, also aufrecht gehen. Okay, die will ich am liebsten hier hinstellen, dass man dann einmal auf die Tür gucken kann und einmal auf die andere. Für Jure. Eventos! Eventos! Ich muss mal gleich nach der Sanity schauen, wann das passiert ist, das Event, bei welcher Sanity. Es kann sein, dass ich wieder ein Foto verschossen habe. Das Geisterfoto könnte daneben gegangen sein. Nee, es ist 3 Sterne, wow. Bisher 3 Sterne, okay. Also hier vorne die Salz, hier im Raum das Salz ist schon fotografiert worden, komplett hier vorne die Salz ist noch nicht. Welche Tür war das? Na, dafür brauche ich jetzt das andere EMF. Damit kann man das besser machen. Wir müssen gleich auch noch auf On-Hör testen. Du kannst ja mal gucken, welche Sanity wir gerade jetzt haben. Ich schnapp mir jetzt auch mal kurz ein Laternchen hier. Okay, also Shade ist theoretisch noch möglich. Hier, deshalb brauche ich dieses EMF, weil das sagt mir, welche Tür genau jetzt angefasst wurde. Für die Fotos ist dieses EMF sehr sinnvoll. Leider blocken die Tripods, aber ich brauche diesen Tripod leider hier. Give us a sign. Are you here? Show yourself. Are you here? Give us a sign.
Give us a sign. Are you here? Show yourself. Where are you? Kerze. Ihr könnt auch so mit dem Feuerzeug hier sitzen und hoffen, dass das irgendwann auspustet. Dann könnt ihr es einfach auf den Boden werfen und fotografieren. Das versuche ich gerade mal. Give us a sign. Are you here? Where are you? Show yourself. Are you here? Give us a sign. Are you here? Show yourself. Where are you? Show yourself. Give us a sign. Are you here? Are you here? Give us a sign. Show yourself. Und nebenbei. Ups, jetzt ist es gerade passiert. Da, ihr schmeißt es hin, tut es in die Mitte und macht ein Foto. Und hier seht ihr... Oh, es ist kein Meer. Es ist kein Meer. Er hat ein Licht angemacht. Wow, schon wieder ein Event. Ah, ich hoffe, die waren mal buggy. Oh, es funktioniert. Okay, es ist kein Meer. Er hat Licht angemacht. Die Tür hier kann man auch noch fotografieren wegen dem Ghost Event. Die hat er während des Ghost Events zugeknallt. Seht ihr? Die Türen hier, die geben auch EMF. Die ist jetzt aber schon weg. Hier. Das EMF zeigt euch ganz präzise, was angefasst wurde. Und ihr könnt so ganz schön die Fotos machen. Das finde ich mega cool an diesem EMF. Er hat schon wieder die gleiche Tür angefasst. Was? Du hast was geworfen, okay. War das der Breaker? I think so, yes. Fotos sind voll. Kein Gin, wenn das der Breaker war. Kein Gin, kein Meer, kein Wraith. Okay. Kein Wraith, kein Gin. Und ich glaube auch kein Phantom. Hallo! Der rastet aber aus. Es könnte vielleicht ein Oni sein. Es ist auch kein Phantom. Vorsicht, der ist hier bei uns gerade, ne? Er läuft gerade zurück. Er ist gerade zurückgelaufen. Kannst du... Ah, nee, du kannst den nicht wieder anmachen, weil es zu gefährlich ist. Hm. Doch, wo? Wo ist der? Der ist kein Versteck. Lass uns erstmal nach der Sanity kurz schauen. Okay, wir sind bei 60%, aber ein Meer kann es eh nicht mehr sein, weil er das Licht angemacht hat. Phantom ist übrigens auch raus, weil ich ein Foto gemacht habe von ihm und er ist nicht verschwunden. Hast du schon was auf dem Parabol von dem bekommen? Er huntet nicht, er ist nur ins Salz gelatscht. Alles gut. Wir müssen jetzt noch gleich auf Banshee testen. Wir müssen uns da oben auf das Kruzi hocken mit einem Parabol und mal gucken, was wir da so kriegen. Sag mir dann Bescheid, wenn er dir ins Parabol flüstert. Hier ist übrigens kein Versteck. Den Raum kann man vergessen. Also Verstecke haben wir leider nur hier im Flur, ne? Also müssen wir vorsichtig sein. War nicht im blauen Zimmer denn? Nee, nee. Im Geisterraum sind nur Verstecke und hier im Flur. Die im Geisterraum werde ich nachher nutzen, wenn ich auf Onryo teste. Und unten? Wo es unten war? Unten ist gar nichts. Wir haben nur hier oben im Flur die zwei Verstecke. Ich habe gerade ein Flüstern bekommen. Ich gehe mal... Warum? Er hat geflüstert. Warum geht hier das EMF? Warte mal. Warum ging hier gerade das EMF? Ach, das ist vielleicht noch mein Feuerzeug? Okay, irgendwie hat mein Feuerzeug noch ein EMF gegeben. Ich gehe schnell gucken. Okay, jetzt muss ich gucken, wie hoch ist meine Sanity jetzt? Jetzt gehe ich dann gleich mit der Laterne wieder rein. Bleibe im Licht hocken. Okay, ich bin jetzt bei 54%. Können auch bald gehuntet werden. Halt du ruhig weiter mit dem Parabol auf ihn drauf und guck, ob er zu dir gelaufen kommt durch die Sensoren. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du bist der Geist. Ja, der Geist kommt gerade. Oder auch nicht. Der hat gerade ein Event hier gestartet. Der macht aber viele Events. Jemand versteckt. Halt das Parabol weiter auf ihn drauf. Ja, wir müssen aber... Ja. Ja, in dem Versteck sind aber nicht die Sensoren. Wir müssen gucken, ob das ein Banshee ist. Wir müssen hier hinter den Sensoren sein. Das ist das Problem. Wo ist denn der zweite Sensor? Hatte ich nicht da hinten auch noch einen?
Okay, ich muss hier ganz kurz unterm Licht bleiben mit der Laterne noch für ein paar Sekunden. Oh, der wirft jetzt aber einiges da hinten. Okay, er läuft durch den Sensoren, aber nur in seinem Zimmer. Okay, ich gucke jetzt nach der Sanity. Es war ja irgendwas mit 54. 54 war meine Sanity. Okay, es ist kein Moorhoi. Ich hätte jetzt ordentlich Sanity verloren, wenn das ein Moorhoi wäre. Das klang halt wie ein Singing Event. Okay, ich teste jetzt mal auf Handtuch. Ja, das sehen wir ja dann. Oh, er hat wieder Licht angemacht. Oh mein Gott, der hat hier aber ordentlich die Schuhe durch die Gegend geschmissen. Nee, der ist hier in seinem Raum. Oh mein Gott, der hat mich gerade schon wieder mit einem Event beworfen. Wir sind, glaube ich, in Hunting Range. Ja, ich habe ihn aber aufs Kruzifix gezogen, weil ich auf dem Kruzi hocke. Okay, das war das Feuerzeug. Das ist gefährlich, was ich hier mache übrigens, aber es ist nötig für einen Onryo-Test. Und die lasse ich da extra jetzt an den Türen stehen, damit ich meinen Weg ins Versteck finde, wenn es nötig ist. Okay. Mal gucken, ob er jetzt versucht zu handeln. Es geht darum, er muss das hier benutzen, während ich mit der offenen Flamme da drüber stehe. Oder solange die da noch leuchten. Weil wenn er es nicht benutzt, während ich hier mit dem Feuerzeug hocke, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht. Der war gerade kurz draußen, aber er ist wieder drinnen. Jetzt müssen wir darauf achten, ob er drei gleichzeitig ausmacht. Wenn der jetzt... Okay. Onryo ist raus. Okay. Shade müsste auch raus sein. Schnell die Sanity checken. Das war der erste Handversuch. Bleib im Versteck. Ich gehe nach der Sanity gucken. Scheiße, hier unten ist kein Versteck, wenn es hart auf hart kommt. Dann bin ich am Arsch. Okay. Jetzt schauen wir mal. Shade ist auch raus. Deochen würde ich auch raus. Ja, Deochen ist auch raus. Könnte ein Oni sein. Könnte aber auch ein Thay sein. Der hat mir jetzt schon ordentlich an der Sanity gerade geknabbert. Jure testen. Hand, bleibt im Versteck. Nee, es ist keine Hand, es war ein Event. Alles okay, war nur ein Event. Ich komme wieder rein. Ich hoffe, ich kann rein, bevor der Hand losgeht. Schnack mir jetzt bloß nicht die Tür ins Gesicht, Freund. Hat er den Breaker wieder gekillt? Ah ne, der hat versucht zu handeln. Deshalb ist alles aus. Okay, ist alles okay, der hat nicht gehandelt. Warum versucht er hier zu handeln? Was geht denn mit dem? Warum geht ja, hier das... Auf mich ab, ist, ne? Warum geht hier das EMF los und warum versucht er hier zu handeln? Ist er irgendwie durch die Sensoren hier rausgelaufen? Hast du was mitbekommen? Oder war das das Event? Eigentlich nicht. Das war das Event. Okay, er ist auf jeden Fall wieder im Zimmer. Sehr merkwürdig, ehrlich. Das ist wirklich sehr komisch. Lässt du jetzt mal meine Kerze in Ruhe? Kleiner Kerzenkeks. Okay, jetzt ist das eine Kruzi hier komplett verbraucht. Ärgern wir den mal ein bisschen. Okay, also mehr ist es definitiv auch nicht. Habe ich das schon eingetragen? Ja, habe ich. Okay. Ich weiß nicht, ob es ein Demon sein kann. Vorsichtig, der nächste Hand könnte durchgehen, weil das Kruzi da hinten ist durch.
war aber gerade komisch, dass der hier versucht hat zu landen, aber vielleicht lag es an dem Event, was vorher passiert ist. Da müssen wir jetzt aufpassen. Oh shit, Yokai muss ich auch noch testen. Könnte ich da drin machen? Oder in seinem Raum könnte ich das testen, theoretisch. Wenn ich mich in seinem Raum verstecke, ihn rauslaufen lasse. Aber ganz ehrlich, jetzt, der braucht ziemlich lange, ne? Verstehe ich nicht. Ja, der hat ja das Kruzi, der hat jetzt dreimal am Kruzi geknabbert, deshalb. Den Break hat er ja. Oh, Hand! Ghost! Hallo? Shit, normale Geschwindigkeit. Jetzt haben wir ein Problem. Das wird schwer. Ja, das ist normale Geschwindigkeit. Könnte ein Oni sein. Wir müssen Kameras aufstellen. Ich habe jetzt nicht so auf das Flackern geachtet. Okay, hat auf jeden Fall normale Geschwindigkeit. Ja, würde ich auch sagen. Was könnte das für ein Geist sein? Wir müssen auch unbedingt nach Oni und sowas Ausschau halten. Ich stell mal die Kameras auf, dass du ihn auf jeden Fall immer sehen kannst. Gehst du den Blinker anmachen oder soll ich das machen? Der ist an. Achso, okay. Ich versuche mal schnell für Poltergeist hier aufzubauen, so schnell wie ich kann. Ich habe hier ein kleines Fisch noch angenommen. Komm schon. Schau du mal vom Truck aus wegen Oni und wie er die Items gleich wirft wegen Poltergeist. Ich teste jetzt gleich auf Twins und auf Yokai, indem ich mich hier verstecke im Raum. Okay, ich habe da ein paar Items hingeworfen. Ich verstecke mich jetzt im Geisterraum und warte auf den Hand. Warte, ich gucke in den Truck. Shit, ich habe vergessen auf die Zeit zu gucken wegen Spirit. Okay, definitiv kein Spirit. Der minimal schneller. Hey Ghost, hey Ghost, over here, here, Ghost, here, I'm here, hello, Ghost, can you cry? Okay, wie hat er die Items geworfen? War es ein Oni? Hat er Shapeshift gemacht? No, kein Oni. Spirit ist auch raus, Yokai ist auch raus. Ach echt jetzt, schon wieder der Breaker. Wie hat er die Items geworfen? Ja, nicht so heftig. Also nicht wie so ein Poltergeist? Ich denke nicht, nein. Aber der war ganz schön böse. Der hatte so einen Stock in der Hand. Aber es war immer das gleiche Model gewesen, ne? Bis jetzt, ja. Ich hab ihn ja nur mal kurz gesehen, aber naja. Du sollst ja durch die Kameras durchswitchen und den im Auge behalten. Ja, hab ich ja gemacht. So. Der ist immer so einfach, der ist so schnell immer weg, der um die Ecken rum, der sein Stockknüppel da, Knüppel aus dem Sack. Ich warte jetzt auf den nächsten Hand und ich werde danach den Breaker dann anmachen. Beobachte du mal, wie er die Items wirft. Also ich, da ist jetzt im Flur sind Kameras und im Geisterraum selber. Du kannst ja da mal gucken wegen Oni und so. Das war ein Event. Ja, das ist sowas. Ja, ich hab's gesehen, im Flur. Und er huntet auf mir. Nein, das war das nächste Event. Das war das nächste Event, der benimmt sich wie ein Oni, ey. Ja. Und es gab noch keinen einzigen Airball, oder? Airball eben gemacht, also kann kein Oni sein. Hat er eine Airball gemacht? Ich will erstmal auf den Hand warten, bevor ich jetzt... Ich habe nur noch zwei Smudgies. Ich will jetzt nochmal die Geschwindigkeit hören, ob es Twins ist. Ich hab... Boah, der Dotz ist so laut! Aber ich habe jetzt keinen Twin gehört. Keine Twin-Taktion.
Newray glaube ich nicht. Der Mimic ist eigentlich auch raus. Ich sehe keinen Orb. Der wirft aber schon brutal hier. Schon ordentlich die Sachen hier geschmissen. Sag mal, meine ich das nur, oder hat er die Sachen hier schon ordentlich brutal durch die Gegend geschmissen? Ja, ja, hat er schon. Sah das denn aus wie bei einem Polti? Ich glaube nicht, nein. Aber guck mal, der hat die ganze... Ich muss mal gucken jetzt. Ich sehe das aber schlecht. Kannst die Kamera ein bisschen weiter zurück noch machen? Nee, nee. Ich muss gucken, wenn der Geist mich lässt. Ich habe gerade den Breaker erstmal wieder zum Laufen gekriegt. Achso, okay. Ich meine jetzt hier oben im Flur die Kamera, weißt du, wo der Schrank offen ist, die Schranktür. Ich habe die mal weiter zurückgestellt. Dann kann ich besser die Items nehmen. Nee, lass, lass. Geht nicht. Ich kann, die ist, steht ja schon an der Wand. Ich kann sie andersrum stellen nachher. Aber schaut mal, wie der die Items hier zu mir in den Schrank reinwirft. Ich glaube schon, dass das ein Polti ist. Oder meine ich das nur? Der hat die ja jetzt schon hier ordentlich da reingeschmissen, ne? Schwer. Schwer, schwer. Könnte doch ein Oni sein. War doch jetzt lange sichtbar. Also Oni oder Polti, ne? Also Oni oder Polti, ne? Ich kann die Kamera nur in die andere Richtung stellen. Mehr kann ich nicht machen. Da hinten ist nämlich eine Wand, die steht schon maximal bis zur Wand hinten. Ja, ist okay, danke. Also achte auf Oni und Polti auf jeden Fall. So, der legt jetzt gleich auch schon wieder los, ab auf Position. Ja. Warum sehe ich jetzt hier Atem? Die können den Raum nicht wechseln. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch jetzt nicht dem sein Ernst, oder? Ist doch jetzt nicht dem sein Ernst, ne? Das ist doch nicht dem sein Ernst. Warum hängt der hier bei mir rum? Bist du doch ein Banshee oder sowas? Warum gefriert es jetzt hier im Flur? Ich habe das Raumwechseln ausgestellt. Was ist denn das? Warum friert es jetzt hier? Ich habe es deaktiviert, dass sie den Raum wechseln können. Schon immer bei meinem Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Hat er aber nicht alles zerlegt. Diesmal sieht es einigermaßen aufgeräumt aus. Nee, ist wohl doch kein Polti. Dann ist er erst leider nicht hochgekommen. Diesmal hat er nicht alles zerlegt. Komisch. Eher Oni. Denkst du, er war lange sichtbar? Also ich habe noch zwei Smudgies. Ich werde jetzt einen dafür opfern, um mit nach Oni zu gucken. Siehst du sowas, wenn ich hier vor der Kamera bin oder bin ich im Weg? Nee, das ist genau richtig, wenn du vor der Kamera bist. Ich glaub's nicht. Jetzt macht er schon wieder ein Event. Oh mein Gott. Der wird gleich da anfangen zu handeln. Ja, mach, dass du zurückkommst. Kusch, kusch. Ja, husch ins Körbchen. Es geht los. Er ist schon sehr lange sichtbar, ne? Ich würde auch eher Oni sagen, wir hatten keinen Airborne.
würde auch eher Oni sagen. Ich bin aber nicht gut im Oni erkennen. Das ist mein Problem. Banshee ist es, glaube ich, nicht. Ich bin nicht sicher. Also ich tippe schon auf Oni. Ja, ich irgendwie aber auch, aber ich weiß auch nicht. Ich kann das eben nicht so gut erkennen, ne? Hat er nicht eben Airball gegeben? Hast du einen Airball abbekommen oder was? Oder waren das Events? Ich konnte nicht unterscheiden jetzt. Der Airball ist das, wo es so aussieht wie ein Gefrieratem, der auf dich zufliegt. Und dann macht es nicht dieses Hey oder dieses Hö, sondern eher dieses. Kein Airball. Ich würde deshalb auch eher vom Oni ausgehen, vor allen Dingen, weil der so viel mit Events um sich wirft. Du hast ja jetzt gesehen, wie der zwischendurch abgegangen ist, auch noch als wir hohe Sanity hatten, ist der ja auch schon ziemlich abgegangen. Genau deswegen. Deswegen denke ich halt auch eher, dass Oni ist. Denkst du auch, der war lange sichtbar? Der war lange sichtbar, ja. Also ich kann Oni nicht so gut erkennen, deshalb lieber immer mit mehreren Augen. Sollen wir mit Oni einfach mal fahren? Ja, aber wenn es jetzt falsch ist, kann schon nichts von ändern. Das ja, dann, immer, wir haben stimmt. Ja überlebt, dann ist es eben falsch. Hoffentlich Oni. Wenn das jetzt stimmt, hätten wir sogar ein Perfect Game mit null Beweisen. Aber ja, mal schauen, ob es uns vergönnt ist oder ob wir einfach nur blöd sind. Kann auch sein, dass wir einfach nur doof sind. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir sind nicht blöd! Yay! Oh mein Gott. Ich muss wirklich zugeben, ich kann Onis nicht gut erkennen. Ich kann es einfach nicht. Deshalb habe ich es lieber, wenn noch jemand zusätzlich mit drauf guckt. Ich habe da echt Probleme mit. Phantoms, überhaupt kein Problem, erkenne ich sofort. Onis, ich komme mit diesem. Ich verwechsel das manchmal. Manchmal denke ich, einer ist ein Oni, obwohl er normal flackert und so. Seitdem passe ich immer was auf mit den Äußerungen, was Onis angeht, was das Flackern werden. Yeah, Oni! Ja, siehst du bist doch der offizielle Oni-Erkenner hier. Wir sind doch nicht blöd. Ich dachte jetzt, vielleicht sind wir blöd. Und guck mal, wir haben ein Perfect Game! Hey! Genau, wir sind nur bescheuert, aber nicht bekloppt. Das ist das Gute. Ja, deshalb müssen wir zwischendurch mal nach Sunny Meadows, damit wir da mal den üblichen Wahnsinn wieder mal entgegentreten. Genau, mal ein bisschen eine Elektroanalyse machen lassen. T3 Kruzifix! Ja! Oh mein Gott. Ich habe es T3 Kruzifix geschafft. Der Glück gebracht. Das seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.